Hey Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals. Nachdem wir uns ja letztes Mal die besten Games für unter 1 Euro angeschaut haben, geht es heute mal wieder um eine bisschen höhere Preisklasse und zwar die aktuell besten Games für unter 10 Euro. Weil selbst für richtige AAA-Games, die noch gar nicht so lange released sind, muss man teilweise echt nicht viel Geld ausgeben und die Spiele, um die es hier geht, kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Weil ich habe sie alle selbst gespielt oder sagen wir eher gesuchtet und die Games bieten für unter 10 Euro wirklich extrem viel Spielspaß und können einen teilweise mehrere hundert Stunden unterhalten. Insgesamt gibt es hier heute 6 Spiele zu sehen und jedes davon ist in meinen Augen eine absolute Empfehlung wert. Dabei geht es natürlich trotzdem wieder stark um den persönlichen Geschmack und deshalb habe ich mich für das Video auch wieder mit meinem Kollegen Daniel von der Kreativecke zusammengetan. Wenn ihr hier also ein bestimmtes Spiel vermisst oder einfach noch ein paar mehr Empfehlungen sehen wollt, dann schaut nach dem Video auch unbedingt nochmal bei ihm vorbei. Und ich hätte gesagt, damit kommen wir auch gleich zu meiner ersten Empfehlung und zwar Dishonored 2. Den ersten Teil der Serie habe ich damals schon in meinem Video zu den besten Games unter 5 Euro empfohlen und der Nachfolger setzt in allen Belangen noch einen drauf. Das Spiel sieht deutlich besser aus als sein Vorgänger, man hat mehr Möglichkeiten, um ans Ziel zu kommen und es macht insgesamt einfach noch einen Ticken mehr Spaß. Dishonored 2 ist ein Stealth-basiertes Action-Game mit Rollenspielelementen, was in der fiktiven und extrem hübschen Steampunk-Welt spielt. Wir können dabei aus einer von 2 Spielfiguren mit komplett eigenen Fähigkeiten und eigenen Spielweisen wählen. Ich will hier jetzt nicht zu viel spoilern, vor allem den Leuten, die den ersten Teil noch nicht gespielt haben, aber im Endeffekt ist die ganze Handlung um eine Rachegeschichte gespannt und das Ziel der einzelnen Kapitel ist es in der Regel, bestimmte Leute zu beseitigen. Was mich an dem Spiel total gepackt hat, ist auf jeden Fall die unglaublich atmosphärische und detaillierte Spielwelt und die GameStar hat das Spiel nicht ohne Grund zu einem der besten Stealth-Games der letzten 15 Jahre gekürt. Das nächste Game, was ich euch auf jeden Fall ans Herz legen kann, falls ihr es noch nicht gespielt habt, ist Tomb Raider. Das Spiel gibt es aktuell für unter 5 Euro und ich habe es damals ganz ehrlich gesagt einfach nur vergessen, in meinem Video zu den 5 Euro Games zu erwähnen. Das Spiel ist ein Reboot der kompletten Tomb Raider Serie und hat in meinen Augen einfach alles richtig gemacht, was es richtig machen konnte. Es sieht gut aus, macht wirklich Spaß und dadurch, dass die Spielwelt nicht mehr übertrieben bunt, sondern eher düster und hart gestaltet ist, spricht mich das Spiel persönlich auch deutlich mehr an als die Vorgänger. Es erinnert von der Mechanik und Spielweise stark an die beliebten Uncharted-Spiele auf der PlayStation und wem sowas Spaß macht, der kann auch hier bedenkenlos zugreifen und wird seinen Kauf mit Sicherheit nicht bereuen. Und weiter geht's mit Doom. Das ist ein extrem schneller First-Person-Shooter, wo eigentlich die reine Action im Vordergrund steht. Forscher experimentieren auf dem Mars mit der Hölle und werden plötzlich von Dämonen überrannt, die wir dann im Laufe des Spiels beseitigen sollen. Darauf lässt sich die im Grunde sowieso eher nebensächliche Story reduzieren und an sich steht bei dem Spiel sowieso eher das reine Gameplay im Fokus. Das macht aber wirklich immens viel Spaß und das Spiel wurde nicht ohne Grund durch die Reihe extrem gut bewertet. Das nächste Spiel ist Battlefield 4 und damit zwar nicht der aktuellste, aber in meinen Augen auf jeden Fall einer der besten Teile der Serie. Mir persönlich hat Battlefield 4 extrem viel und auf jeden Fall mehr Spaß gemacht als das aktuelle Battlefield 1 und ich habe im Multiplayer nicht ohne Grund mehr als 300 Stunden verbracht. In Battlefield bekriegen wir uns auf riesigen Karten mit bis zu 64 Spielern und können dabei nicht nur auf unzählige Waffen, sondern auch auf Fahrzeuge wie Panzer, Helikopter und sogar Kampfjets zurückgreifen. Das Beste ist aber, dass das Spiel nach wie vor aktiv online gespielt wird und man nicht mit leeren Servern zu kämpfen hat. Für unter 10 Euro bietet das Spiel auf jeden Fall wirklich viel Unterhaltung und hat das Potenzial, einen viele Stunden zu unterhalten. Und welches Spiel einen auch hunderte Stunden des Lebens klauen kann, ist auf jeden Fall Skyrim. Das gibt's in der Legendary Edition, also mit allen DLCs, ebenfalls schon für unter 10 Euro. Und was soll ich sagen, Skyrim und die Elder Scrolls, das sind mit Sicherheit Begriffe, die jedem was sagen. Und wer aus welchem Grund auch immer Skyrim noch nicht gespielt haben sollte, der muss es unbedingt nachholen. Das Spiel hat Bethesda-typisch eine der größten Modding-Communities überhaupt und das Spiel lässt sich grafisch so weit aufmotzen, dass man damit selbst aktuelle High-End-Systeme noch zum Schwitzen bringen kann. Ohne Mods läuft das Spiel aber mittlerweile auch auf jedem Toaster und wer ein Fan von RPGs ist, der wird sicher unzählige Stunden Spaß mit dem Game haben. Und apropos Toaster, in der Kategorie Games unter 10 Euro darf natürlich auch der berühmte Toaster-Test bzw. CSGO nicht fehlen. Das Spiel ist mittlerweile ein absoluter Klassiker und wie auch bei Skyrim kann ich mir bei Counter-Strike mit Sicherheit sparen, euch zu erklären, worum es in dem Spiel geht, ganz einfach, weil jeder das Spiel kennt. CSGO ist eins von den Spielen, die man direkt hassen lernt und auf der anderen Seite aber trotzdem unglaublich süchtig machen. Denn so frustrierend das Game auch sein kann, so belohnend ist es, wenn man ein Match gewinnt. Und ich glaube, ich kenne kaum ein anderes Spiel, was so viel Adrenalin freisetzen kann, denn wenn man als letzter im Team noch die Runde holen muss und weiß, dass das gesamte Team zuschaut, dann geht es schon ordentlich auf den Blutdruck. Und das waren sie auch schon, meine Top-Spiele-Empfehlungen für unter 10 Euro. Ich hoffe natürlich, dass wieder für euch was dabei war. Wenn ihr selbst noch ein paar coole Tipps für Games in der Preisklasse habt, dann schreibt es unbedingt in die Kommentare, damit ich die Spiele vielleicht in eins der nächsten Videos packen kann. Mich würde an der Stelle natürlich auch mal wieder interessieren, welches Game euch am besten gefallen hat. Vergesst jetzt im Anschluss auf gar keinen Fall beim Video von Daniel vorbeizuschauen und damit war es jetzt auch schon wieder.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ich hoffe natürlich, ich sehe euch im nächsten Video.